Unter dem Motto »Komm auf Tour, meine Stärken, meine Zukunft« fand auch in diesem Jahr das erfolgreiche Projekt zur Berufs- und Lebensplanung großen Zuspruch. Bereits zum 8. Mal in Folge war es auch im Landkreis Elbe-Elster zu Gast, dieses Mal in der Elbe-Elster-Halle in Elsterwerda. Gemeinsam mit dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz und weiteren Partnern organisierte das Bildungsbüro des Landkreises Elbe-Elster mit Unterstützung der Agentur für Arbeit Cottbus und der Industrie- und Handelskammer Cottbus den Erlebnisparcours in der zurückliegenden Woche. Dieses Projekt zur Stärkenentdeckung, Berufsorientierung und Lebensplanung richtet sich vor allem an Jugendliche ab der 7. und 8. Klasse, ihre Eltern und Lehrkräfte. Neben den Schülern selbst bekamen auch die Eltern der Jugendlichen an einem Abend die Gelegenheit, den Parcours ausführlich kennenzulernen. Rund 140 Mütter und Väter nutzten das Angebot, sich das Projekt genauer anzuschauen. An den aufgebauten 4 Spielstationen und 2 Informationsterminals erfuhren sie, wie die Schülerinnen und Schüler in vielfältigen, selbstgewählten Aufgabenstellungen ganz praktisch ihre Stärken herausfinden können, um sie später in die reale Berufs- und Lebensplanung einfließen lassen zu können. So mancher konnte sich dabei durchaus auch selbst ausprobieren. Mit von der Partie war auch der Beigeordnete und Dezernent für Bildung, Jugend, Kultur, Gesundheit und Soziales Roland Neumann und sein Amtskollege aus dem benachbarten OSL-Kreis. Und Sie, Frau Richter, würde ich bitten, vielleicht einfach noch 2 Stärken vielleicht auszuwählen und oben wie eine Pyramide mit draufzustellen, die zu Ihrer Arbeit passt. In der Agentur für Arbeit, in Cottbus, muss kreativ sein, interessant, okay. Was haben wir noch? Es geht nicht ohne Ordnung, sehr gut. Wie läuft es bei Ihnen? Gut läuft. Läuft's? Alles klar? Bei Ihnen? Eine starke Vertragung. Oh, das lassen wir uns nicht zweimal sagen, oder? Was würden Sie sagen, Frau Richter, noch? Die Hilfsbereitschaft, würde ich auch sagen, ganz wichtig, als Top-Stärke obendrauf. Einen großen Applaus! Dankeschön. Die beiden Kreisvertreter, Mitarbeiter der Arbeitsagentur und der zahlreichen Partner standen vielfach für Gespräche mit den Eltern zur Verfügung. Neben den persönlichen Eindrücken wurden dabei auch vielfältige Informationen ausgetauscht. Im Landkreis Elbe-Elster ist Komm auf Tour seit einigen Jahren flächendeckend eingeführt. Ziel des ergänzenden schulischen Angebotes ist es, dass die Jugendlichen ihre Stärken erkennen, um später einen selbstbestimmten Berufs- und Lebensweg einschlagen zu können. Dazu findet Komm auf Tour für die 7. Klassen der Oberschulen und die 8. Klassen der Förderschulen statt. Im Mittelpunkt steht dabei ein Parcours mit mehreren Stationen, an denen die Jugendlichen spielerisch ihre Stärken erkennen können. So wie hier, Schüler der Oberschule in Elsterwerda-West, musste dabei zum Beispiel ganz praktisch ein Abfluss repariert oder ganz banal das eigene Bett gemacht werden. In einer Art fiktiver Show ging es außerdem um ganz persönliche Fragen. Ziel ist es dabei, vor allem die eigenen Kompetenzen zu erkennen und wahrzunehmen, sowie die Förderung der eigenen Selbstständigkeit. Beim Zeittunnel geht es zunächst um die Selbsteinschätzung der eigenen Stärken, kombiniert mit einem Blick in die eigene Zukunft. Die ganz persönliche Gestaltung der zukünftigen Lebens- und Arbeitswelten. Da gibt es ja kein richtig oder falsch. Ne? Wenn ihr arbeiten geht, habt ihr eigentlich eine Vorstellung davon, so als junge Erwachsene, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt? An so einem Tag? Wie lange geht man arbeiten, wenn man 8 Stunden? Hat man die Arbeit direkt vor der Haustür, also Tür auf, nächste Tür zu und so? Auf der Bühne steht dann die eigene Kreativität im Mittelpunkt. Anhand von kleinen, selbsterdachten Rollenspielen können Perspektivwechsel spielerisch dargestellt werden. Entsprechende Verkleidungen, ein bisschen Mut und auch ein wenig schauspielerisches Talent gehören dabei natürlich dazu. Und auch so mancher Lehrer verfolgte sehr interessiert das Agieren seiner Schüler. Wir gehen auch immer saufen. Wir Kinder müssen immer respektvoll den Älteren haben.
An der Station Labyrinth ging es dann außerdem um die spielerische Orientierung in Sachen Lebensplanung und Berufsorientierung. Anhand verschiedener Varianten wurden diese sinnbildlich verdeutlicht. Ey, Dicker! Mach das, was du! Da vorne geht's raus. Auf die Hände. Meine Platte. Jungs, wie habt ihr euch gefühlt? Witzig. Am Schluss wurden die Stärken gebündelt und ausgewertet und mit möglichen Berufsbildern verknüpft. Komm auf Tour ist eine landesweite Initiative der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, der Bundesagentur für Arbeit und der Agenturen für Arbeit im Land Brandenburg, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und weiterer Partner. Als Bildungsangebot ist es seit 8 Jahren im Landkreis verankert. Ziel der Kooperationspartner ist es vor allem, gut ausgebildete Jugendliche auch in der jeweiligen Region zu halten.